Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Viertelfinal-Rückspiele beim Champions League Cup. Also, tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Oben seht ihr die Hinspielergebnisse, unten meine Tipps. Ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Reinschalten und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Paris gegen Bayern. Das Hinspiel zwischen PSG und den FC Bayern München ging pro Paris aus. 3:2 legten die Franzosen vor. Der FC Bayern München, er patzte auch in der Bundesliga, aber wirklich mit einer sehr zusammengekratzten Notelf gegen Union Berlin. Hier in Paris brauchte man also zwei Treffer, um weiterzukommen. Mal mindestens zwei. Die erste Annäherung, auch in der Frühphase schon, von Choupo-Moting. Ihm konnte man vor allem im Hinspiel auch wirklich keine Vorwürfe machen, dass es nicht so richtig gelingen sollte, die Vielzahl an Chancen im Tor unterzubringen. Dann machte Paris wieder das, was es perfekt macht, nämlich kontern. Der Ball von Draxler raus zu Angel Di Maria, der sieht Neymar. Allerdings trifft der Brasilianer den Ball nicht optimal, wäre kein Abseits gewesen, ganz deutlich. Manuel Neuer schmeißt sich dann auf den Ball, hat die Lage komplett unter Kontrolle. Kurz vor der Pause dann noch einmal der FC Bayern München. Wollte nochmal die Schlagzahl und den Druck erhöhen. Kimmich zu Choupo-Moting. 1-0 für die Bayern. 45. Minute. Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen, aber das dürfte den Münchnern egal sein. Die Hoffnung, sie kehrt zurück. Jetzt fehlte ja auch nur noch ein Tor und man musste den eigenen Kasten hinten sauber halten. Und Paris war noch nicht so richtig vorstellig, was die Großchancen anbetrifft. Kimmich zu Choupo-Moting. Navas, der wirklich unfassbar teilweise hielt im Hinspiel, ist hier ohne jegliche Abwehrchance. Nach 45 Minuten stand es 0:1, Gesamtergebnis 3:3, ja, aber diese Auswärtstorregel, so langsam scheint sie ja wieder Sinn zu machen, wenn Heimspiele tatsächlich im heimischen Stadion auch ausgeführt werden. Die Bayern jetzt selber mal per Konter. Müller zu Coman, noch ausgewechselt, wurde geschont, zur Sicherheit rausgenommen gegen Union. Hier bekommt er zu wenig Schmackes hinter den Ball, dementsprechend kein Problem für Navas. Etwas über eine Stunde gespielt, Bayern trennte ein Treffer vom Weiterkommen, wollte also noch nicht 100% aufmachen. Neymar zum Mbappé und jetzt zeigte Neuer mal wieder seine Weltklasse. Super von Neymar gemacht, um Alaba rumgelegt den Ball, dann ist aber Alaba aufmerksam, schießt Neymar an, der bekommt den Ball an die Hand, dann wurde es abgepfiffen. Aber das ist wirklich eine super Tat. Bisschen Glück sicherlich auch dabei. Viertelstunde noch zu spielen. Die Bayern macht mehr nach vorne. Jetzt Paris wieder mit einem der Konter. Neymar macht das überragend. Und Di Maria mit dem 1:1. 76. Spielminute. Der FC Bayern München brauchte jetzt wieder zwei Tore. Allerdings hatte man hier nun keine 45 oder gar 90 Minuten noch Zeit dafür. Jetzt waren es nur noch knapp 15. Zweiter Pfosten, Di Maria. Lange Zeit ungedeckt. Boateng kommt zwei Gedankengänge zu spät. Neuer macht sich noch groß, aber ist auch hier komplett machtlos. Und Mauro Pochettino, der konnte sich freuen. Aber sicherlich auch noch nicht zu früh. Die Bayern sicherlich auch dazu in der Lage, nochmal zurückzuschlagen. Kimmich bringt den gut rein. Doch Jerome Boateng köpft den Ball zu hoch. Setzt sich da gut gegen zwei Gegenspieler durch. Aber die Ruhe, den Ball dann noch aufs Tor zu bringen, so einfach ist es nicht. Die Zeit lief den Bayern davon. Draxler hatte nochmal die Chance, in der 89. Minute schon wirklich alles klar zu machen. Manuel Neuer parierte nochmal. Aber mehr als dieses 1:1 sprang nicht rauf. Das bedeutete,
das Aus der Bayern im Champions League Viertelfinale. Sie kämpften wacker, aber vielleicht dann doch der Verzicht, vor allem von Lewandowski, einfach nicht auszugleichen. Der BVB, er machte eine richtig gute Figur im Hinspiel, verlor aber trotzdem mit 2:1. Jetzt setzte man gegen den VfB eine Duftmarke, gewann 3:2 nach Rückstand. Und hier gegen Man City legte man überragend los. Dahoud in der 9. Minute. Eigentlich der Motor des BVB aktuell, scheint so langsam bei Schwarz-Gelb nach wirklich vielen Spielzeiten anzukommen. Setzt sich hier erst gut durch, bekommt den Ball dann wieder von Emre Can und schließt dann eiskalt ab. Lässt den leicht über den Schlappen rutschen und Ederson hat das Nachsehen. Und dieses 1:0, das weiß Pep Guardiola, würde dem BVB schon reichen. Der Auswärtstorregel sei Dank. Und dann das. Haaland schickt Reus auf die Reise. Super Konter. Reus im Strafraum. 2:0. Tor in der 21. Minute. Manchester City lässt sich auskontern. Also unfassbar. Auch am Wochenende in der Premier League sah Man City in der Defensive dann doch das ein oder andere Mal alt aus. War man so von City auch nicht mehr gewohnt. Und dass sich das der BVB dann nicht nehmen lässt, das sieht man hier. Marco Reus ja auch gegen den VfB Stuttgart erfolgreich. Wieder dieser Einschnitt von Guardiola, der konnte überhaupt nicht zufrieden sein mit seiner Mannschaft. Der BVB knüpfte da an, wo es aufgehört hatte im Hinspiel. Allerdings, ja gut, es hatte Dortmund im 2:1 aufgehört, kurz vor Schluss. Aber grundsätzlich mit einer guten Leistung. Hier Gündogan, der aber geblockt wird von Akanji. Mats Hummels, der gegen den VfB Stuttgart raus musste zur Pause, war hier wieder mit dabei. War ganz wichtig für die zentrale Defensive. 2:0 nach 45 Minuten. Jetzt würde Man City ein Tor zumindest für die Verlängerung reichen. Aber der BVB wollte sich auch nicht so ohne weiteres ergeben. Bernardo Silva in der 50. Minute. Dann mal aus 16 Metern, aber das ist für Marvin Hitz nur ein Aufwärmspielchen. Man City musste zwingender werden. Vielleicht über Kevin De Bruyne, der wird da nicht angegriffen. Das ist fahrlässig. Ebenso fahrlässig dann aber, wie Bernardo Silva mit dieser Szene umgeht. Hatte eigentlich viel Platz und viel Zeit. Nicht gut verteidigt, aber kein Problem, Hitz hat den Ball. Wir springen in die Nachspielzeit. Bekommt Man City nochmal diese eine letzte Möglichkeit, in die Verlängerung zu kommen. Eckball von der rechten Seite. Nachspielzeit abgelaufen. Reyna köpft ihn raus. Und dann war es vorbei. Der BVB gewinnt tatsächlich mit 2:0 und schmeißt Manchester City aus der Champions League. Pep Guardiola und die Champions League. Das passt einfach nicht zusammen. Jo, da seht ihr die Ergebnisse und was daraus resultieren würde. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, was glaubt ihr, setzt sich Bayern durch oder Paris oder Dortmund oder Man City. Bleibt auf jeden Fall gesund, vielen Dank fürs Zuschauen, schöne Woche noch, bis dahin und adios.